Die Schweiz, das Land der Eisenbahnen. Täglich reisen Hunderttausende von Fahrgästen mit dem Zug durch das Land. Unzählige Viadukte und Tunnel führen durch die Alpen. Ohne sie wäre das Bergmassiv zwischen Nord- und Südeuropa noch heute schier unüberwindbar. Reisen mit der Eisenbahn hat Zukunft und steht zugleich für Nostalgie, Romantik und Abenteuer. Und der Blick aus dem Fenster, das ist wie fahrendes Kino mit Panorama auf die faszinierendsten Landschaften der Schweiz. Wer will, der beginnt die Reise ins Tessin ab Luzern auf dem Vierwaldstättersee. Wie anno dazumal fahren die historischen Raddampfer der Schifffahrtsgesellschaft Vierwaldstättersee täglich von Luzern nach Flüerlen im Kanton Uri. Zwei Stunden brauchen die Schiffe für die Reise in das südlichste Seebecken des Vierwaldstättersees, besser bekannt als Urnersee. Die Uferlandschaften wirken wie die Fjorde Skandinaviens. Es geht vorbei am Schillerstein, errichtet zu Ehren Friedrich Schillers. Der Deutsche schrieb das Drama des Schweizer Nationalhelden Wilhelm Tell. Ankunft im Hafen von Flüerlen. Hier in Flüerlen können die Passagiere vom Schiff auf den Gotthard-Panorama-Express umsteigen. Der Bahnhof ist nur einen Katzensprung entfernt. Die Reise mit dem Gotthard-Panorama-Express beginnt in Flüerlen am Urnersee, dem südlichsten Teil des Vierwaldstättersees. Bei Göschenen fahren wir durch den berühmten Gotthardtunnel ins Tessin, der sogenannten Sonnenstube der Schweiz. Vorbei an Bellinzona mit seinen berühmten Burgen geht es weiter bis an den Lago di Lugano, den Luganersee. Unser Ziel ist die Stadt Lugano. Reiseleiter René Flein betreut die Gäste des Gotthard-Panorama-Express auf ihrer Reise ins Tessin. Für mich persönlich die Faszination am Gotthard ist, hier wurde Geschichte geschrieben. Jeder hat eine Verbindung mit dem Gotthard, sei es nur, weil er vielleicht von Nord nach Süd über den Pass oder unten durchgefahren ist, sei es mit dem Zug oder mit dem Auto. Und Gotthard ist so wirklich das Herzen von Europa. Die Passagiere erwartet eine Reise von 2 Stunden und 30 Minuten. Knapp 200 Kilometer lang ist die Strecke. Christian Klutinus ist der Lokomotivführer und sorgt für eine sichere Fahrt. Am Horizont der Pristen. Seine Pyramidenform weist den Weg durchs Reusstal Richtung Süden. Unsere Reise führt über die Gotthard-Panoramastrecke ins Tessin. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Reise. Die sagenumwobene Strecke der Schweizerischen Bundesbahnen SBB durch das Gotthard-Bergmassiv wurde vor 140 Jahren gebaut. Sie besteht aus Dutzenden von Tunneln, Viadukten und Schutzgalerien.
Und wenn man sich das überlegt, 1882 gab es ja nicht einmal Autos. Da sind sie ja noch mit Pferdekutschen gefahren. Und da ist man schon mit dem Zug. Aber Züge, die waren damals schon auf der Gotthardstrecke unterwegs. Ich finde, das bringt Demut rein. Da kann man sagen, früher war eben nicht nur alles schlecht. Wer jetzt aus dem Fenster und nach rechts schaut, der entdeckt den neuen Gotthard-Basistunnel. Hier im Urnertalboden beginnt er. Der mit 57 Kilometern längste Eisenbahntunnel der Welt. Der Tunnel verkürzt die Reisezeit von Nord nach Süd um ganze 30 Minuten. Der Gotthard-Panorama-Express fährt ein in den Bahnhof von Erstfeld. In diesem alten Lokomotivdepot schlummern historische Schätze aus mehr als 100 Jahren bewegter Eisenbahngeschichte. Und hier steht eine wahre Legende. Die CE6-8, besser bekannt unter dem Namen Krokodil. Charlie Infanger und sein Team hegen und pflegen die alten Lokomotiven in jeder freien Minute. Die Form der Lokomotive erinnert an ein Krokodil, deswegen der Spitzname. Sie ist ein Mythos. Ja, es ist natürlich Musik in meinen Ohren. Das ist doch nicht die alte Mechanik, das, was ich gelernt habe. Der Verein SBB Historic hält das Stahlmonster in Schuss. Einmal im Monat darf das Krokodil wieder auf die Gleise der Gotthardbahn. Wie früher, als das Kraftpaket mit 3650 PS über Jahre hinweg Hunderttausende von Tonnen Material über die Alpen schleppte. Wie der Gotthard-Panorama-Express fährt das Krokodil durch den alten Gotthardtunnel, macht aber bei Bodio im Tessin wieder kehrt. Eisenbahnfans aus ganz Europa nutzen diesen Tag für eine Zeitreise in die Vergangenheit. Jetzt sind wir alle Billette von Wieserbiete. Dabei überquert das Krokodil die Inchi-Reuss-Brücke. Mit 77 Metern das höchste Eisenbahnviadukt der Schweizerischen Bundesbahnen SBB. Das Krokodil hat von seiner Faszination nichts verloren. Denn vor allem für die Fans von Modelleisenbahnen ist diese besondere Lokomotive von großer Bedeutung. Es ist die berühmteste Elektrolokomotive der Welt und das Wappentier von Märklin. Ich wollte das einmal live sehen. Dieser kleine Eisenbahnfan hat die Reise zu Weihnachten geschenkt bekommen. Ich mag, wie die dampfen und die Räder bewegen und wie schön alt sie sind. Mit 45 Kilometern in der Stunde zieht das Krokodil die Waggons ohne Mühe das Reusstal hinauf. Gebaut wurde diese Lokomotive jedoch für den richtig schweren Güterverkehr. Es war doch ein Quantensprung in der Technik. Und zum Beispiel, man konnte fast die doppelte Last mit der doppelten Geschwindigkeit über den Gotthard ziehen.
Ich bin 58 geboren und bin mit so Züg damals auch ins Geschäft gefahren. Schon Leute, die Heizung, der Aschenbecher, alles. Das ist Luxus, wie ich da herinhocke. Ich habe schon gesagt, sie könnt jetzt bis Venedig. Ich könnt jetzt immer in die Richtung mit dem Zug. Ja, wird mir Spaß machen. Zurück im Gotthard-Panorama-Express. Seit knapp 100 Jahren fahren die Züge auf der Gotthardbahn elektrisch. Auch das Kraftwerk in Amsteg trägt seinen Teil dazu bei und produziert Strom. Und zwar sehen wir jetzt auf der rechten Seite in die Fahrtrichtung das Kraftwerk Amsteg. Dieses Kraftwerk gehört nebst dem Kanton Uri auch noch der Schweizerischen Bundesbahn. Schon 1918 setzten die Schweizerischen Bundesbahnen auf erneuerbare Energien und bauten hier in Amsteg an der Reuss das Wasserkraftwerk. Grund dafür waren die hohen Kohlepreise nach Ende des Ersten Weltkriegs. So wurde die Gotthardbahn Anfang des 20. Jahrhunderts zur Teststrecke für elektrische Lokomotiven der heimischen Eisenbahnindustrie. Die Reuss, die Eisenbahn und die Autobahn teilen sich das enge Reusstal. Zwischen Gurtnellen und Wassen muss der Gotthard-Panorama-Express jetzt Höhenunterschiede in kurzer Distanz von 200 Metern überwinden. Und das gelingt dem Zug dank eines Geniestreichs der damaligen Ingenieure. Also es gab ja diverse Ideen, die man da hatte mit Seilzugwerken und anderen Möglichkeiten, die damals technisch sich angeboten haben. Und man hat sich zum Glück dann für diese Kehrtunnel entschieden. Ab Gurtnellen durchfährt der Gotthard-Panorama-Express 3 Kehrtunnel. Ein Kehrtunnel ist ein in Kreisform gebauter Tunnel. Durch die Kurvenarchitektur gelingt es dem Zug langsam, aber stetig Steigungen und damit Höhenunterschiede auf kleinstem Raum zu überwinden. Heutzutage ist das wahrscheinlich kein Problem. Wenn man einen passenden Satellitenempfang hat, dann macht man das am Computer, wird das gezeichnet und die Maschine baut das automatisch. Aber hier haben halt Leute mit ihrem eigenen Computer und dann später mit ihrer eigenen Muskelkraft das alles bauen müssen. Die Kehrtunnel waren damals eine technische Meisterleistung und gehören bis heute zu den Höhepunkten auf der Gotthardbahn. Ebenso berühmt ist das Chileli von Wasse, das Kirchlein von Wassen. Während sich der Gotthard-Panorama-Express um das Dorf Wassen herum durch die Kehrtunnel in die Höhe schraubt, sehen die Passagiere dreimal die Kirche aus unterschiedlichen Perspektiven. Das Chileli von Wasse stammt noch aus einer Zeit, lange bevor sich das Reusstal zu einem Nadelöhr für den Verkehr zwischen Nord- und Südeuropa entwickelte. Gebaut wurde die Kirche 1734. Aber Wassen hat sogar noch mehr zu bieten als seine berühmte Kirche und die beeindruckenden Kehrtunnel. Nämlich einen Mann, der jeden Tag die Züge der Gotthardbahn willkommen heißt.
Sobald wir hören, dass der Lokführer pfeift, dann wissen wir, er ist zu Hause und er wird euch dann zuwinken. Und der Lokführer pieft, hä? Ja, ja, wo ist er wo? Ja, wo, da ist er, hä? Ja, ja. Das ist Xavier Andermatt, der Fahnenmann von Wassen. In einem ehemaligen Bahnwärterhaus wohnt der 62-jährige Frühpensionär Xavier Andermatt. Ich habe immer wieder große Freude an den spontanen Gästen. Ah, da ist ja einer mit deinen Fahnen. Ah, und ich finde, es ist auch noch gut für die Orientierung. Eine Kirche ist zwar sicher schön und recht, aber ein belebender Fahnen, der sich bewegt, da kann man sich orientieren. Und das Ziel ist, dass die Leute auf meinen Fahnen gucken, vergessen, die schöne Kirche zu sehen und ein zweites Mal mit dem Panorama-Express fahren. Der gelernte Zimmermann lebt nur 2 Meter neben den Gleisen. Mehr Eisenbahn geht nicht. Also ich bin fanatischer Eisenbahner, Modell und Original. Und da gibt es natürlich nichts Schöneres, als direkt an der Bahn zu wohnen, alles zu spüren. Der Gotthard, da lief was, da sind 400 Züge im Tag gefahren. Das war ein super Highlight. Das hat mich fasziniert. Jeder Zug tönt anders. Der Ölzug, der ist, wenn er leer oder voll ist, das hört man. Früher ist hier das Militär gewesen und hat vor allem während der Kriegszeit die Gotthardstrecke bewacht. Denen war es natürlich öfters mal langweilig, deshalb haben sie sich hier im Felsen verewigt. Das heißt zum Beispiel Mott, H-Bataillon 1941-42. Dank dem Bahnbau wurde Uri bekannt für den sehr guten Stein. Im Urnenland gab es jede Menge Steinbrüche. Die haben weltweit Steine geliefert. Zum Beispiel nach Manila ein Denkmal oder nach Malta für den Hafenbau. Die Steine wurden vom Berg runtergefahren mit dem Rosskarren, auf die Bahn verladen und in die Welt geschickt. Seit Eröffnung des neuen Gotthard-Basistunnels 2016 geht es ruhiger zu auf der alten Gotthardbahn. Nur noch 2 Personenzüge pro Stunde und 1 bis 2 Güterzüge pro Tag rattern hier vorbei. Egal bei welchem Wetter, Xavier Andermatt steht bereit für den Gotthard Panorama Express. Jetzt kommt er. Jetzt kommt er. Thank you.
Was trinken? Was Weißwein? Weißwein? Weißer Merlot. Merlot? Ja. Ja. Perfekt. Genau. Super. Ja, wir haben gerne ein Merlot. Merlot? Perfekt. Danke vielmals. Gut, danke. Bitte mal. Nur noch wenige Minuten fehlen bis zur Einfahrt in den berühmten Gotthardtunnel. Der Gotthard-Panorama-Express fährt auf der Nordrampe, der Zubringertrasse nach Göschenen, dem letzten Bahnhof vor dem Gotthardtunnel. In Göschenen ist der Blick frei auf den Dammerstockgletscher unterhalb des Dammerstocks. Der Dammerstock ist der höchste Berg des Kantons Uri. So, Göschenen, meine Damen und Herren, letzter Halt vor der Dunkelheit. Ja. Letzter Halt in der deutschsprachigen Schweiz. Weil auf der anderen Seite spricht man eine andere Sprache, das wisst ihr. Was spricht man auf der anderen Seite? Italiano, ecco, genau. Magico, ecco, magico. Auch diese zwei möchten heute noch von Göschenen durch den Gotthardtunnel nach Airolo. Zu Fuß. 8 Stunden wird das dauern. Ja, das ist Indigant Markus. Also, jetzt will ich die Sperrungen verlangen. Und zwar in Göschenen Weiche 4.1 und Gleis 5.3 bis 6.3. Das heutige Ziel ist der Rollo. Markus Indigant und Marco Gehrig prüfen als Streckenkontrolleure für die SBB die Gleise im Gotthardtunnel. Dessen Bau gilt bis heute als Jahrhundertbauwerk. Ja, da haben die Leute haben ja schon auch gelitten, aber es gab einfach früher nichts anderes. Und das ist ein Riesenbauwerk zu dieser Zeit. Das war ein Riesenbauwerk. Und es steht heute noch. Das ist schon gewaltig. Im Herbst 1872 begannen die Arbeiten am Gotthard. Tag für Tag gruben und sprengten sich die Mineure Meter für Meter durch den Berg. Tutti giù! Tutti giù! Der aus Genf stammende Louis Favre war der Bauherr. In rekordverdächtigen 10 Jahren untertunnelten die Arbeiter das Gotthardmassiv. Am 29. Februar 1880 schafften sie den Durchstich. 2 Jahre später wurde der Tunnel feierlich eröffnet. Zurück in die Gegenwart. Markus Indigant kontrolliert die Gleise. Unsere Arbeit, das ist sehr wichtig, sind unsere Schienenfehler, die man immer halt, im Auge behalten muss. Schienenfehler, das sind Risse oder andere Beschädigungen im Material. Den Argusaugen der Streckenkontrolleure entgeht keine noch so kleine Unregelmäßigkeit. Ja, das ist ja so, ja. Kann auch einen Unfall daraus geben oder eine Entgleisung. Und das sollten wollen wir verhindern. Und da eben, wenn es monoton ist, aber das ist unsere Arbeit. Das muss ich später noch melden.
Ortswechsel. Das Fellital ist ein Seitental der Reuss bei Gurtnellen im Kanton Uri. Hier verbringt der Streckenkontrolleur Markus Indergand seit seiner Kindheit die Sommer. Jeweils einen Monat lebt er abseits von Gleisen, Zügen und Dunkelheit. Ja, wenn ich hier bin, dann ist das, sage ich immer, ist die Welt in Ordnung. Da ist kein Stress, keine Probleme. Kann ich mich richtig erholen hier. Wenn es unten im Tal, ja, in der Arbeitswelt ist es zum Teil hektisch, stressig. Die Zeit hier oben verbringt Markus mit seiner Frau Judith. Die sorgt sich, wenn ihr Mann im Gotthardtunnel unterwegs ist. Mittlerweile ist es ein bisschen Routine geworden, aber ist schon immer ein bisschen Angst dabei. Ich weiß es nicht, es ist einfach Tunnel, dunkel, nur zu zweit. Es ist für mich, ich war noch nie drin, ich habe das auch nie erlebt. Und da ist immer so, ja, wie gefährlich halt. Weil vermutlich, wenn man einmal drin war und das Ganze gesehen hat, könnte man mit Sicherheit sagen, es passiert vielleicht doch nicht so viel. Aber so ist es nur immer in Gedanken. Und dann weiß man halt nicht genau, wie es abläuft. Und ja, es ist immer ein mulmiges Gefühl. Doch, bin immer froh, wenn er wieder zu Hause ist. Ja. Die Züge rollen immer und die Gefahr ist einfach, es erlaubt keine Fehler in der Gleiskontrolle. Jetzt im Scheiteltunnel, der ist 15 Kilometer lang. Wenn du dich da nicht wohlfühlst, dann ist das eben wirklich ein Problem. Markus, kannst du mir doch die große Schüssel geben? Die große? Kann ich machen, ja. Dachte mir schon, dass es nicht reichen wird. Dankeschön. Zurück im Gotthardtunnel. Vorbei ist die Ruhe. Und an einer Stelle des Tunnels immer dasselbe Ritual. Wenn ich da vorbeilaufe, ja, schaue ich schon dorthin zur Barbara. Und hoffe, sie beschützt auch mich. Das ist einfach die Schutzpatronin für den Tunnelbauen. Und ich denke, alle, die sich im Tunnel bewegen. Noch 2 Stunden Fußmarsch bis nach Airolo. Markus ist seit über 30 Jahren auf den Gleisen unterwegs. Immer für die Sicherheit rund um den Gotthard. Und immer auf der Hut vor vorbeifahrenden Zügen im Gotthardtunnel. Ist Gleis 100 befahrbar? Ja. Der Gotthard-Panorama-Express braucht für die Durchquerung des Tunnels von Göschenen nach Airolo etwa 15 Minuten. Auch die, die hier im Stollen wollen immer hier so arbeiten. Immer im dunklen Licht, ist das schon anspruchsvoll. Das ist sehr eindrücklich, oder? Das ist
wahnsinnig, was die gearbeitet haben, oder? Immer im Dunkeln und der Staub, oder? Also es ist bewundernswert, was sie da gemacht haben. Jetzt geht er wieder Gas. Ja. Wenn es endlich wieder hell wird, dann bedeutet das die Ankunft in Airolo. Es gibt jetzt hier das Denkmal für all diejenigen, die gearbeitet und gelitten und auch vielleicht ihr Leben gelassen haben. Es macht einen auch immer etwas ehrfürchtig, was man da so einfach befährt. Denn das hat ja nicht nur Geld gekostet, das zu bauen. Das Denkmal erinnert an die 199 Menschen, die beim Bau des Gotthardtunnels ihr Leben verloren. Vor dem Bau des Tunnels nutzten die Menschen den Pass, um das Gotthardmassiv zu überwinden. Ein besonderer Luxus dabei war die Reise mit der Postkutsche. Hab viel gesehen in hoher Alpenwelt, hab viel erfahren, das ihr nicht kennt. Ein junges Herrchen mit Schmuck. Das war wirklich eine Sache, die sich wirklich nur Leute leisten konnten, die ein bisschen betucht waren und ein bisschen Geld hinten dran war. Die meisten Leute, die normalen Bürger, gingen zu Fuß über den Pass. Der Kutscher Daniel Würgler lässt diese Zeiten zwischen Andermatt und Airolo wieder aufleben. Heute ist der Gotthardpass für den Verkehr gut erschlossen. Aber vor 150 Jahren barg der Weg viele Gefahren. Und erst mit der Postkutschenfahrerei ging dann eigentlich der Verkehr los. Vor allem von den Kaufleuten, die Nord-Süd-Handel betrieben, war natürlich das die Verbindung. Das war natürlich auch nicht ganz ungefährlich. Radbruch, Raubüberfälle. Das war schon ein Abenteuer. Ne? Weil die Gotthardpost ist natürlich für den Schweizer Geschichte und vor allem auch wie ein Mythos. Und vor allem kommt das vom Kollerbild. Das Kollerbild ist ja berühmt durch seine Anspannung vorne drei Schimmel, hinten zwei Brauen. Früher in unserer Post als Kind oder in jeder Stube hing so ein Kollerbild. Seit 34 Jahren fährt die historische Gotthardpost wieder über den Pass. Täglich machen der Kutscher und sein Pferdegespann sich auf den Weg. Für die Reise vom Norden in den Süden braucht die Kutsche 5 Stunden. 680 Franken kostet das Abenteuer, pro Person und inklusive üppiger Mahlzeit. Die schaut seit 34 Jahren jeden Tag aus dem Fenster, winkt mir zu und schickt mir einen Kuss. Was will ich mehr? Eigentlich habe ich den schönsten und den glücklichsten Stopp der Welt, oder? In Airolo, dem Dorf an der Südausfahrt des Gotthardtunnels, geht die Reise mit dem Gotthard Panorama Express weiter. Das Ziel ist Lugano, hier im wunderschönen Tessin.
Der Zug reist nun durch das Leventinertal. Reiseleiter René Fleim unterhält die Passagiere mit historischen Anekdoten. Rechter Hand ein gelbes Gebäude. Das ist das Stazio Grande. Das war ursprünglich das Zollhaus der Urner. Also die Deutschschweiz ging bis weit in den Kanton Tessin hinein. Und hier, sehr schön zu sehen, hat man Mautgebühr eingefangen. Auf seinem Weg durch die Leventina fährt der Gotthard-Panorama-Express auch an Faido vorbei, dem Hauptort des Tals. Der imposante Piumonia-Wasserfall. Dank seiner Wasserkraft war Faido Anfang des 20. Jahrhunderts die erste Gemeinde des Tessins mit Elektrizität. Aufgrund des milden Klimas war dieser Ort beliebt. Es gab mindestens 30 Hotels in der Region. Aber diese goldenen Zeiten sind lange vorbei. Die Gäste, meist Italiener, welche mit der Gotthardbahn vor dem heißen Sommer Mailands flohen, kommen schon lange nicht mehr. Auch der Gotthard-Panorama-Express macht in Faido keinen Halt mehr. Sehen Sie die auf dem Felsen oben? Genau. Das ist die Kirche San Martino von Calonico. Spezielle Kirche, man kann dort heiraten und da kann man runterspringen und hat man alles erledigt gleich an einem einzigen Tag. Wirklich praktisch. Ich darf diesen Spruch machen, weil ich wohne zufälligerweise dort oben. Also kann ich mir das erlauben. Hoch oben über dem Leventinertal liegt Calonico, ein beschauliches Dörfchen mit einer Handvoll Einwohner. Einer davon, der Reiseleiter des Gotthard-Panorama-Express, René Fleim, mit seiner sechsköpfigen Familie. Zugfahren ist ein bisschen meine Welt. Das Zusammenspiel auf den Zügen mit Lokomotivführer, mit Kundenbegleiter, mit den Gästen, mit der Technik, mit der Landschaft und. Es sind so viele Komponenten, die zusammenkommen. Das ist eine tolle Sache. Tochter Varinia ist stolz auf einen Vater mit solchen Entertainer-Qualitäten. Ich finde das super, weil es gibt so andere Menschen, die, wie sagen wir, eher langweilig sind. Und das kann ich jetzt von meinem Vater jetzt nicht behaupten. Und das finde ich gut. Der 49-Jährige wollte nicht immer Reiseleiter werden. Lokführer war schon einmal ein Traumberuf. Der hatte wahrscheinlich jeder Junge, kleiner Junge, will mal irgendwann mal Lokführer werden. So war es auch bei mir. Und dieser Traum hat sich dann sehr früh zerschlagen, weil ich gemerkt habe, dass ich auf einem Auge ein bisschen weniger sehe als normal. Und dann war das Ding vom Tisch eigentlich. Und gleichzeitig habe ich auch gemerkt, dass wahrscheinlich nur auf dem Führerstand zu stehen, zu sitzen, Anführungs- und Schlussstrichen, vielleicht nicht gerade das ist, wo ich mich daran sehe. Sondern ich bin wirklich lieber unter den Leuten. Der Gotthard-Panorama-Express fährt jetzt in die Biaschina-Talstufe.
Es geht steil hinunter. Wieder müssen Höhenunterschiede überwunden werden. Das gelingt dem Gotthard-Panorama-Express auch hier dank zweier Kehrtunnel. Jeweils 1,5 Kilometer lang lassen die kreisförmigen Tunnel den Zug im Berg die Höhendifferenz von 120 Metern überwinden. Oben die Autobahn, unten die Eisenbahn. Spektakuläre Verkehrsplanung auf engstem Raum. Gleich nach der Biaschina kommt das Dorf Giornico, bekannt für seine 7 Kirchen. 3 davon direkt an der Bahnlinie. Die Kirche San Nicolao ist das älteste Gotteshaus des Tessins. Sie wurde vor knapp 900 Jahren erstellt und gilt als bedeutendster Bau der lombardischen Romanik in der Schweiz. Heute hat sich das Leventinatal stark entvölkert. Viele Fabriken haben geschlossen. Die Menschen sind in die großen Städte gezogen. Es geht vorbei am Südportal des Gotthard-Basistunnels. Gleich daneben befindet sich die SBB-Betriebszentrale Süd. Hier in Poleccio wird der ganze Zugverkehr von Art Goldau bis nach Chiasso überwacht. Langsam nähert sich der Gotthard-Panorama-Express seinem vorletzten Halt in Bellinzona. Christian Klutinus arbeitet seit 11 Jahren im Führerstand. Seine Leidenschaft für den Beruf ist ungebrochen. Der Eisenbahnverkehr, der betreibt ja nicht nur der Lokführer. Aber auch das ist eigentlich eine schöne Sache, dass man halt ein Rädchen im Getriebe ist, der halt seinen Beitrag dazu leistet, Leute in die Ferien zu bringen, zur Arbeit, zu ihren Freunden. Mit 43.000 Einwohnern ist Bellinzona Kantonshauptort und nach Lugano die größte Stadt des Tessins. 5 Jahre lang war Walter Finkbohner im Tessin der SBB-Regionaldirektor Süd. Er kennt die alte Gotthard-Strecke und ihre Geschichte in- und auswendig. Mit der Gotthardbahn öffnet sich die Schweiz in Richtung Süden, Richtung Norden. Wir dürfen nicht vergessen, es war die Verbindungsbahn zwischen dem italienischen Königreich und dem sich formierenden Deutschen Reich. Die Schweiz wurde in die Mitte einer Industrialisierung katapultiert, die eigentlich die moderne Schweiz sehr stark beeinflusste. Mit jedem Tag dehnt der eiserne Weg neuen Boden gewinnen, den friedlichen, wohltätigen Bereich seiner Herrschaft weiter aus. Die Gotthardbahn verband das arme Tessin jetzt mit dem Rest der Schweiz. Der Güter- und Personentransport zwischen dem Norden und Süden sorgte mit für den wirtschaftlichen Aufschwung des Tessins.
Der Kanton Tessin hatte sich enorm verschuldet. Also schlimmer als heute in Europa, Griechenland oder Italien. Tessin glaubte daran, suchte das Geld in einem kleinen Kanton. Also wirklich der letzte Rappen wurde in die Gotthardbahn gesteckt. In den Anfängen der Eisenbahn war die Kommunikation bei Notlagen eine ziemliche Herausforderung. Bis noch eigentlich vor wenigen Jahren, bis das Handy erfunden wurde. Ein Problem auf dem Zug, wie konnte der Zugführer sich mit dem Stationspersonal bemerkbar machen? Ganz einfach, er ging in den Speisewagen, verlangte eine Kartoffel, es wurde immer noch frisch gegessen, höhlte ein Loch in die Kartoffel, legte seine Meldung an den nächsten Bahnhofvorstand in die Kartoffel und bei der Durchfahrt in einem Bahnhof sah man den Kapostationen mit der roten Mütze, dem warf er die Kartoffel vor die Füße. Dieser las, was los war, telefonierte an den nächsten Bahnhof. Das war die einzige Möglichkeit. Die andere Möglichkeit wäre nur gewesen, die Notbremse zu ziehen. Notbremse heißt Risiko. Bellinzona ist bekannt für seine über der Stadt thronenden drei Burgen. Gebaut im Mittelalter, gehören sie heute mit ihren Verteidigungsanlagen, den hohen Türmen und den mit Zinnen gekrönten Mauern zu den wichtigsten und besterhaltenen Bollwerken der Schweiz. Sie stehen seit dem Jahr 2000 unter dem Schutz des UNESCO-Weltkulturerbes. Nach Bellinzona führen den Gotthard-Panorama-Express seine letzten Kilometer Richtung Luganasee über den Monte Ceneri. Die Fahrt geht vorbei an den sogenannten Hungertürmen. Die zylindrischen Bauten sind der verbliebene Rest einer Festungsanlage aus 36 Türmen. Knapp 2,5 Stunden und 200 Kilometer liegen hinter dem Gotthard-Panorama-Express. Über 23 Brücken und durch 44 Tunnel fuhr der Zug. Es endet eine unvergessliche Reise auf der legendären Gotthardbahn vom Vierwaldstätter See bis ins sonnige Tessin an den Luganersee. Ich möchte mich mit den Worten von einem gewissen Herr Hans Rosenthal verabschieden, der damals sagte bei seiner berühmten Sendung Dalli Dalli, Sie sind der Meinung, das war Spitze! Genau, vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Kommt gut nach Hause. Ja? Tschüss, tschüss, tschüss.